Mai 1945. Nach fast sechsjährigem Krieg sind die deutschen Truppen geschlagen. Sie strömen entwaffnet zurück in die Heimat, die bis zum letzten Fuß breit von fremden Soldaten besetzt ist. 11 Millionen Männer waren für Hitler in den Krieg gezogen. 3 Millionen kommen nicht wieder. Seit Monaten strömen Flüchtlinge in das Gebiet westlich der Elbe. Sie kommen aus all den Gebieten, die mit der Kapitulation unter fremde Herrschaft gerieten oder die Deutschland sich widerrechtlich angeeignet hatte. Die meisten von ihnen besitzen nichts mehr. Dieser Elendstrom wird auf lange Jahre nicht abreißen. Die Mehrzahl der Flüchtlinge erwartet das Lager. Das Auffangslager, das Durchgangslager. Hitler brachte dem deutschen Volke großes Elend. Aber noch schlimmer waren die Hölle der Konzentrationslager und die Ausrottung der Juden. Schandtaten, die den deutschen Namen schwer belasten. In den Konzentrationslagern befanden sich Menschen aller europäischen Nationalitäten. Vor allem Juden und politische Feinde des Regimes, aber auch Verbrecher. Ohne Unterschied wurden sie derselben unmenschlichen Behandlung preisgegeben. Deswegen wurde Deutschland in jenen Tagen in der ganzen Welt gehasst und verachtet. Die weißen Fahnen der Kapitulation wehen von den zerstörten Häusern. Jeder organisierte Widerstand hat aufgehört. Die einst so gefürchtete Wehrmacht hat den Kampf aufgegeben. Die Sieger beherrschen die Straßen und das Leben. Alle Waffen müssen abgegeben werden. Am 8. Mai 1945 unterzeichnet Generalfeldmarschall Keitel die Kapitulationsurkunde für Deutschland. Für die Sowjets unterschreibt Marschall Schukow. Für die Amerikaner hatte tags zuvor General Smith in Reims unterzeichnet. Deutschland ist ein unterworfenes und besetztes Land. Es gibt keinen deutschen Staat, keine deutsche Regierung mehr. Es gibt nur 4 Besatzungszonen, 4 Militärregierungen und später in Berlin den Alliierten Kontrollrat. Das Leben trägt den Stempel der Besatzungsmacht. Unter ihrer Aufsicht beginnt bald wieder die Arbeit der Gemeindeverwaltungen. Vor dem Brandenburger Tor in Berlin regelt eine sowjetische Polizistin den Verkehr. Die Bevölkerung, ohne Aufsicht, ohne Lebensmittel, plündert Wehrmachtslager, Güterbahnhöfe und Versorgungsmagazine. Wasser ist Mangelware, denn viele Wasserwerke sind zerstört. Irgendetwas Essbares zu finden, ist der Wunsch von Millionen. Auf der Straße beginnt der Kampf um das Überleben. Der Kampf um ein paar Kartoffeln. Ein Stück Holz, um den Herd zu heizen. Um eine dünne Suppe zu kochen. Die Bahnsteige sind überfüllt. Viele Menschen sind unterwegs. Sie suchen ihre Angehörigen. Aber nur wenige Züge fahren. Sie sind so überfüllt, dass viele auf Dächern und Trittbrettern reisen müssen. Die meisten deutschen Städte sehen wie Trümmerfelder aus. Bombenangriffe und Kampfhandlungen haben oft in einer Nacht vernichtet, was Generationen in jahrhundertelanger Arbeit geschaffen hatten. Die Häfen bieten ein Bild der Zerstörung. Tausende von Schiffswracks in den Hafengebieten machen jeden Seeverkehr unmöglich. Im Juli des Jahres 1945 endet die sowjetische Alleinherrschaft über die ehemalige Reichshauptstadt.
Die Sowjets ziehen sich in den Ostsektor zurück, wie es von den drei Großmächten bereits im Herbst 1944 vertraglich vereinbart war. Danach rücken die Amerikaner, Engländer und Franzosen in ihre Sektoren ein. Die Stadt, deren Bevölkerung durch den Krieg um mehr als 1 Million zurückgegangen ist, wird nun als 4-Sektoren-Stadt bis 1948 von der alliierten Kommandantur verwaltet. Als Auftakt zur Potsdamer Konferenz der drei Großmächte findet in Berlin eine gemeinsame Siegesparade statt. Montgomery trifft ein, der Mann, der Rommel in den Wüsten Afrikas besiegt hat. Churchill, der englische Premierminister, erscheint auf der Tribüne. Auf der anschließenden Konferenz in Potsdam werden die Vereinigten Staaten durch Präsident Truman, England durch Premierminister Churchill, später durch seinen Nachfolger Attlee, und die Sowjetunion durch Generalissimus Stalin vertreten. Gemeinsam billigen sie die Ausweisung aller Deutschen aus den Gebieten der Tschechoslowakei, Ungarns und Polens. Sie genehmigen Wiedergutmachungsleistungen aus Deutschland. Sie verbieten den Bau von Flugzeugen und Schiffen, legen die Grundzüge der Entnazifizierung fest und bestätigen die polnische und sowjetische Verwaltung der ehemals deutschen Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie. In Europa schweigen die Waffen. Noch aber kämpft Japan, der fernöstliche Partner Hitlers, gegen Amerika. Erst die Atombombe entscheidet endgültig den Kampf im fernen Osten. Ihre Wirkung ist grauenvoll. Die Sowjetunion erklärt Japan den Krieg. Am 11. August 1945 muss das Inselreich kapitulieren. 3 Wochen darauf unterschreibt General MacArthur auf dem amerikanischen Schlachtschiff Missouri die Urkunde und später auch der Vertreter der Sowjetunion. Die Welt jubelt, denn jetzt endlich schweigen die Waffen. Nach fast 6 Jahren eines erbarmungslosen, verlustreichen Krieges. In der 4-Sektoren-Stadt Berlin nimmt der Kontrollrat seine Arbeit auf. Er übt die oberste Regierungsgewalt für ganz Deutschland aus. Er erlässt Gesetze, gegen die es keine Berufung gibt. Seine ersten Mitglieder sind Marschall Schukow für die Sowjetunion, Feldmarschall Montgomery für Großbritannien, General König für Frankreich und für die Vereinigten Staaten ist es General Eisenhower, der spätere Präsident der USA. Noch vor der Kapitulation Deutschlands trafen sich in San Francisco im Frühjahr 1945 die Vertreter von 50 Nationen. Sie gründeten die Vereinten Nationen. Der Wunsch nach einer einigen und friedlichen Welt lässt sie am 25. Juni 1945 die Satzungen dieser neuen Organisation unterschreiben. Mit ihrer Hilfe sollen künftige Geschlechter vor den Schrecken des Krieges bewahrt und die Gleichberechtigung aller Menschen und Völker herbeigeführt werden. Die Wahl zum ersten Generalsekretär fällt auf den Norweger Trygve Lie. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit tritt im November 1945 in Nürnberg ein internationales Militärgericht zusammen, um die Kriegsverbrecher zur Verantwortung zu ziehen. Bei diesem Gericht stellen die Amerikaner, Engländer, Franzosen und Sowjetrussen die Richter. Vertreter neutraler Staaten sind zur Rechtsfindung nicht aufgefordert. Verbrechen gegen den Frieden, gegen die Menschlichkeit sollen geahndet werden. Abwesend ist der Hauptschuldige, Hitler. Er hat sich durch Selbstmord der Verantwortung entzogen. Aber einige seiner führenden Mitarbeiter sitzen auf der Anklagebank. Nach fast einjähriger Verhandlung wird das Urteil gefällt. 10 führende Nationalsozialisten büßen ihre Schuld mit dem Tod durch den Strang.
Andere erhalten langjährige Gefängnisstrafen. Drei der Angeklagten werden freigesprochen. Einer der Verurteilten, Keitel, sagt in seinem Schlusswort: Ich habe geirrt und war nicht imstande zu verhindern, was hätte verhindert werden müssen. Nach 12-jähriger Pause werden im Jahre 1946 Frauen und Männer der US-Zone zur Urne gerufen, um mit ihren Stimmzetteln ihre Gemeindevertreter zu wählen. Bereits ein halbes Jahr vorher ist den politischen Parteien wie auch den Gewerkschaften von der Militärregierung erlaubt worden, ihre Organisationen auf das ganze Land auszudehnen. Immer neue Flüchtlinge füllen die Lager. Mangelnde Arbeitsmöglichkeiten machen diese Menschen zu hoffnungslosen Fürsorgeempfängern. Es dauert Jahre, bis die freie Welt auf das Flüchtlingsproblem aufmerksam wird. Und weitere Jahre vergehen, bis diese Menschen wieder ein menschenwürdiges Leben führen können. Im September 1946 spricht der US-Außenminister Burns in Stuttgart. Ladies and Gentlemen. Diese Rede bedeutet eine Wende in der Nachkriegspolitik gegenüber Deutschland. Amerika, so erklärt er, wünscht einen dauerhaften Frieden, der Deutschland die Möglichkeit gibt, sich durch Fleiß und Arbeit eines Tages einen geachteten Platz unter den Nationen zu sichern. Die amerikanische Regierung tritt für die wirtschaftliche Vereinigung Deutschlands ein, eine Forderung, der sich bereits die britische Regierung angeschlossen hat. We favor the economic unification of Germany. If complete unification cannot be secured, then we shall do everything in our power to secure the maximum possible unification. Außenminister Burns erklärt weiter, die amerikanische Regierung hält den Zeitpunkt für gekommen, die Hauptverantwortung für die Behandlung der deutschen Angelegenheiten dem deutschen Volk wieder selbst zu überlassen, sodass sich die Alliierten mit einer allgemeinen Kontrolle begnügen könnten. Zur Frage der Besetzung und ihrer Dauer sagt er: Wir ziehen uns nicht zurück, solange die Anwesenheit amerikanischer Truppen in Deutschland notwendig ist. Das amerikanische Volk wünscht, dem deutschen Volk die Regierung Deutschlands zurückzugeben. Es will ihm helfen, seinen Weg zurückzufinden zu einem ehrenvollen Platz unter den freien und friedliebenden Nationen der Welt. To an honorable place among the free and peace-loving nations of the world.